Hey Leute, Techniker hier. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute gibt es ein 5000 Abonnenten-Special, nenne ich es jetzt mal. Aber es geht gar nicht so sehr um diese Zahl. Ich möchte nicht um diese Zahl rumreiten, sondern ich möchte mehr heute darauf eingehen, was für Leute in der Community sind und welche Art an Leute das sind und welche Menschen. Und das ist nämlich das Großartige, was diese Community aufmacht. Einfach hilfsbereite, nette Menschen. Ich möchte heute besondere Dankeschöns loswerden an Leute, die wirklich hier seit Anfang an wirklich mitwirken und wirklich diesen Kanal groß halten, die Discord-Community managen, ihre Erfahrungen im Discord teilen und mir bei vielen Sachen helfen. Und da wird es ein riesengroßes Dankeschön geben an bestimmte Leute. Und wir werden auch ein Gewinnspiel haben. Natürlich, unsere Community typisch ist ein Gewinnspiel von der Community für die Community, also wirklich ein riesengroßes Dankeschön dann an auch viele Leute, die dieses Gewinnspiel überhaupt erst ermöglichen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Community ist nicht nur eine Community, sondern es ist ein riesengroßer, super Freundeskreis aus super netten Leuten, die sich gegenseitig helfen. Und das ist auch mein Ziel gewesen, als ich angefangen habe, während der Corona-Zeit, als ich mir einfach Zeit genommen habe, um darüber nachzudenken, wie kannst du dein Wissen, deine Erfahrung und deine Leidenschaft, Leuten zu helfen, in einem verpacken und irgendwie so vermarkten, sage ich mal. Und das Ganze ist halt einfach die Lösung war für mich, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, den wir hier heute ziemlich groß gezogen haben mit eurer Hilfe. Und dieses Video soll heute eben zeigen, was hier denn alles möglich ist. Ich bin einfach von Natur aus ein Mensch, der gerne hilft, der gerne anderen zu ihrem Ziel führt. Ich bin selber ein relativ zielstrebiger Mensch, wenn es um die Lösung von Problemen geht. Und diese Zielstrebigkeit und die Erfahrung, die auch mit daher einhergeht, möchte ich eben in diesem Kanal, sage ich mal, verbreiten und auch Leute anziehen, die genauso ticken wie ich. Und das habe ich ganz gut geschafft, möchte ich mal sagen, beziehungsweise wir haben das ganz gut geschafft, denn es kamen immer wieder Leute dazu in dieser Community, die wirklich großartige Hilfe leisten und denen ich an heutiger Stelle wirklich ein extrem großes Dankeschön aussprechen muss, die diese Community nicht nur am Leben halten, sondern lebendig halten und mit Erfahrung, wirklich mit wertvoller Erfahrung wirklich vorantreiben. Es ist so, dass es nicht nur einen YouTube-Kanal gibt, sondern es gibt auch ein Instagram-Profil, wo man wirklich sehr interessante Vorinhalte sieht. Also vor den Videos sieht man schon, welche Builds kommen und welche Hardware demnächst reviewed wird. Deswegen hier unten der Instagram-Profil von mir verlinkt. Hier bitte followen, das wäre eine super große Hilfe und so habt ihr auch rechtzeitig wirklich Informationen, was denn als nächstes kommt. Genauso gibt es einen Twitter-Kanal von Techniker, der wird hier unten auch nochmal verlinkt, hier bitte auch ein Follow lassen, das wäre eine riesengroße Hilfe, aber eine wichtigere und größere Hilfe, die für euch und für mich und für alle anderen, um diese Community, sage ich mal, wachsen zu lassen, ist unser Discord-Server, denn wir haben einen eigenen Discord-Server, der nicht nur zum Quatschen und zum Zocken da ist, nein, es ist ein Discord-Server, der gleichzeitig ein gemeinschaftliches, fröhliches Zusammenspielen ermöglichen soll, der gleichzeitig wirklich einen Austausch von Erfahrungen darstellen soll, der gleichzeitig aber auch wirklich Spaß bedeuten soll und einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen, seine eigenen Setups zu zeigen und eben neue Möglichkeiten zu sehen, sich vielleicht an neuen Setups eben ja, neue Ideen zu holen und somit, sage ich mal, sein eigenes Setup wiederum verbessern. Und dazu ist dieser Server da. Dieser Server wird nicht nur von mir gehalten, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Ich habe so viele Leute, engagierte Community-Mitglieder, die gesagt haben, ich will auch helfen, ich will dies und das machen. Wir haben auf diesem Discord-Server mehrere Menschen, bei denen ich heute ein riesengroßes Danke sagen muss. Nicht nur muss, sondern wirklich möchte. Als allerersten müsste ich, der leider nicht mehr dabei ist, Lukas Ways erwähnen und wirklich ein riesengroßes Dankeschön sagen. Ein sehr engagierter junger Mann, der den Discord komplett von Anfang an wirklich erstellt hat, was wirklich eine riesengroße Geschichte ist, dass er wirklich
trotz seines jungen Alters so engagiert und so motiviert war, in der Community zu helfen. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön, dass der Discord-Server so heute, wie er ist, steht. Der wurde aber wiederum auch stetig weiterentwickelt und weiter bearbeitet, unter anderem von den Config-Experten Ghost, so heißt er auf dem Discord, der nicht nur Konfigurationsexperte ist, also wirklich euch hilft, verschiedene Konfigurationen durchzugehen und euer Budget und euer PC zu planen, sondern nein, er ist gleichzeitig auch Administrator, kümmert sich um die Angebote auf dem Server, denn auf dem Server gibt es nämlich tagesaktuelle Angebote und Deals für euch extra ausgesucht für die jeweiligen Kategorien. Und gleichzeitig haben wir noch einen Haufen Hardware-Experten, wir haben auch einen OC-Experten, also das ist echt krass, die Hardware-Experten helfen euch mit der Erfahrung, mit der Auswahl der Komponenten, mit, falls ihr Fragen habt, zum Beispiel Custom Loop, wie macht man das, was nimmt man da, Fittinge, AIO, welche ist die bessere, Airflow, Push-Pull und so weiter, hier einfach eure Fragen loswerden oder mit denen euch einfach austauschen, über was ist die geschicktere Einbaumethode von der AIO in diesem Case mit diesen und diesen Lüftern, lohnt sich Push-Pull und so weiter. Das sind einfach Leute, die wirklich genauso wie ich helfen möchten und hier an dieser Stelle wirklich ein riesengroßes Dankeschön an alle Hardware-Experten, die bei uns sind. Da gibt es wirklich zum einen zum Beispiel den Hardware-Experten Switch, der ist wirklich krass, der heißt nämlich Heinz Harald auf YouTube und ist schon wirklich seit fast Tag 1 dabei und kommentiert meine Videos und heute ist er Teil der Community, nicht nur Teil, sondern eigentlich fast leitender Teil der Community, denn als Hardware-Experte markiert zu sein in dieser Community bedeutet wirklich schon sehr viel und das mache ich aber bei ihm wirklich mit innerer Überzeugung, denn ich weiß, es ist ein Mensch, der genauso tickt wie ich und helfen möchte. Es trifft aber genauso auf alle anderen zu, die Hardware-Experten-Tags tragen. Da unter anderem wirklich auch Professor und viele andere, die jetzt neu dazugekommen sind oder neu dazukommen, sind wirklich echt Menschen, die wirklich hier mithelfen möchten. Dann haben wir eine ganz besondere Person, den OC-Experten Leckzunge, muss ich definitiv nicht nur nennen, sondern wirklich ein riesengroßes Dankeschön da lassen. Es ist auch nicht nur ein Community-Mitglied und ein Discord Techniker, Server, Community-Mitglied, sondern nein, das sind eigentlich genauso wie alle anderen Hardware-Experten. Ein ganz besonderer Freund, mit dem ich jeden Abend fast telefoniere, beziehungsweise im Discord irgendwie im Talk bin und quatsche und es auch wirklich hier eine riesengroße Freundschaft draus geworden ist. Er kümmert sich auf dem Discord darum, dass Community-Mitglieder, also ihr alle, eine Anlaufstelle habt in Sachen OC, also egal ob es Overclocking, CPU, Undervolting, GPU, was auch immer, Arbeitsspeicher, Overclocking und so weiter angeht, könnt ihr auf ihn zugehen. Er hat einen riesengroßen Erfahrungsschatz, den er stetig erweitert, auch natürlich durch euch, weil wenn ihr auf ihn zugeht und mit bestimmten CPU-Mainboard-Konfigurationen daherkommt, hat er ein Gefühl dafür, wie viel diese CPU in Kombination mit dem Mainboard und mit diesen Geschichten halt einfach hergeben sollte, könnte und wie man das Ganze angeht und erklärt auch sehr gerne. Und das Ganze ist wirklich echt eine großartige Hilfe und an dieser Stelle wirklich ein riesengroßes Dankeschön natürlich an Leckzunge. Wir haben auch, ihr habt gesehen, wir haben viele Gewinnspiele, wir werden auch hier ein Gewinnspiel jetzt machen, beziehungsweise auf Discord verlagert. Und man fragt sich, woher kommen diese Gewinnspiele? Die sind nicht von den Herstellern gemacht bis jetzt. Das ist ganz krass und da kriege ich echt mega Gänsehaut. Die sind von der Community, für die Community und genau darum geht es eben heute. Wir haben so viele Leute, denen ich Dankeschön sagen müsste, dass wir eben heute die Möglichkeit haben, so ein riesen Gewinnspiel zu veranstalten beim 5000 Abonnenten Special. Unter anderem sind da definitiv zu erwähnen, der Flo Michel, der uns ermöglicht hat, heute wirklich einen riesengroßen, superschönen Kühler von Noctua irgendwie zu verlosen. Wir haben den Dark Dex, derjenige, der den Techniker White Build, den superschönen Techniker White Build, muss ich dazu sagen, bei mir abgeholt hat, hat mir auch noch ein paar Sachen dagelassen, die für die Community sind, die wir heute verlosen werden. Maus, Tastatur, Mauspad, Gigabyte Aorus, viel mehr will ich erstmal nicht verraten, also wirklich hochwertige Sachen. Wir haben auch den Techniker Black Build Abholer, der mit dem Namen Akaran auf dem Discord unterwegs ist. Der hat mir Corsair LL Lüfter dagelassen für die Community. Wir haben Chino im Messeralter, der in einem Battlefield Techniker Gaming Clan, so einen privaten Clan, sage ich jetzt mal, der wirklich nur unter der Hand geführt wird, weil ich kaum Zeit habe zum Spielen, zusammen mit den OC-Experten Lexung und allen anderen Hardware-Experten ab und zu mal Battlefield zocken. Er sponsert eine Commander Pro, damit ihr eben in die Welt von Corsair mit der Commander Pro und der Corsair IQ Software einfach hier die Möglichkeit habt, auch was zu gewinnen, was das angeht.
Ja, nicht nur das, sondern wirklich vieles mehr. Wir hatten Pascal Clemens, der schon mal eine Verlosung von Corsel Elüfter gestartet hat, der wirklich auch aktiv hier unterwegs ist, mit dem ich auch wirklich gut befreundet bin mittlerweile. Und das ist halt nun, glaube ich, ein klitzekleiner Teil. Es gibt noch so viele Facetten von dieser Community, die wirklich echt lobenswert sind, wo ich heute einfach Gänsehaut bekomme, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben auch sehr wichtig einen TK Esports Clan, also von dem Moderator TK Saiz geführt. Komplett, sage ich mal, parallel laufend zu dem Techniker-Kanal, aber trotzdem angelehnt und in engem regen Kontakt mit der Discord-Community von Techniker, wird dann parallel ein E-Sports-Clan hochgezogen. Aktuell fokussiert er sich sehr stark auf Fortnite-Gaming. Es werden aber hier auch ständig neue Leute gesucht und nicht nur im Bereich Fortnite-Gaming, sondern Leute, die wirklich eine Leitung in einem anderen Game übernehmen möchten. Und das Ganze möchte ich euch auch hier einladen, auf dem Discord zu joinen. Wie gesagt, Link hier unten drin. Dann den Moderator TK Saiz anzusprechen auf die Möglichkeit, dort auch Teil dieser Community zu werden oder dieses E-Sports-Clans und wirklich hier was Schönes zu machen und einfach ja, an Leute, die genauso ticken wie wir, die hilfsbereit sind, die gerne zocken, die RGB mögen, die Hardware mögen, einfach sich zusammenzuschließen und was Großes zu erschaffen. Anderes Dankeschön geht natürlich raus auch an den Mädels von Rate My Setup. Vanessa, wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast oder mitmachst und hoffentlich auch mitmachen wirst, auch nach meinem Umzug, wo ich weiter weg bin, dass du mich mal besuchen kommst und wir da weitermachen können, wo wir begonnen haben. Vielen Dank natürlich Joy, dass die das Rate My Setup komplett nochmal aufgemischt hat und aufgefrischt hat mit ihrer Art. Wirklich hier auch nochmal ein riesiges, großes Dankeschön an dich. Hier auch meine Einladung an dich, dass du gerne jederzeit willkommen bist, um weitere Rate My Setup Folgen mit mir zu machen und natürlich auch die JJ nicht zu vergessen, die Janine, wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass du auch mitgemacht hast und auch nochmal eine komplett andere Perspektive, sage ich mal, das Rate My Setup reingebracht hast. Das ist so eine random Alte, die ich irgendwo auf der Straße aufgegabelt habe. Genau, ich so, es gibt ganz strenge Richtlinien einfach, damit man bei Rate My Setup mitmachen kann. Ich gucke sie so an und denke mir so, sag die mal, passt, die Alte passt. Sag mal RGB und sie so. RGB. Genau, RGB, ein bisschen so einen russischen Akzent, aber okay, lass mal durchgehen, geht noch so. Kannst du twerken und sie so. Auf jeden! Und ich so, perfekt, los, steig ein, wir gehen. Vielen Dank an euch Mädels von Rate My Setup im Namen, ich denke nicht nur von mir, sondern im Namen der kompletten Community, die Folgen und euch Mädels wirklich sehr feiern. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein riesengroßes RGB super mega fantastisches Dankeschön an alle, die wirklich bis heute dabei sind, weiterhin dabei sein werden und wirklich echt krasses Dankeschön an alle. Wie gesagt, das Dankeschön kommt in Form von besseren Videos, neueren Videos, mehr Inhalte. Ich hoffe, ich kann euch damit Teil dessen zurückgeben. Ich hoffe, ich kann euch verknüpfen, denn es geht einfach darum, dass ihr neue Leute kennenlernt, die hilfsbereit sind, die eben Sachen zeigen, die ihre Erfahrung teilen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wertvollste an dieser Community. Es geht nicht nur um diese Menge, um diese 5000 Abonnenten, 10.000, 100.000, Scheiß drauf. Es geht darum, welche Qualität diese Menschen haben, die in dieser Community ist. Und das Level ist hier, würde ich sagen, verdammt hoch, was wir haben. Und wirklich hier an dieser Stelle Dankeschön dafür, dass ihr alle Teil dieser Community seid und das Ganze so stark supportet. Das hätte ich nie gedacht, dass es irgendwann mal so weit kommt und dass ich es wirklich schaffe, so viele Menschen zusammenzubringen. Und ja, kommt auf unserem Discord. Wir sehen uns. Ich freue mich darauf, mit euch mal zu sprechen. Macht an den Gewinnspielen auf jeden Fall teil.
Und ja, verbreitet ein bisschen die Message, dass diese Community halt wirklich ja, eine tolle Community ist und wirklich hilfsbereit ist und wirklich mehr nur ist als ein YouTube-Kanal, der stumpf irgendwie Videos raushaut. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in dieser Richtung, sage ich mal, ein bisschen Support gibt, weil, sage ich mal, um größere Projekte zu machen, um an den Hersteller ranzukommen, sind natürlich die Zahlen irgendwie immer wichtig. Man kann denen nicht sagen, hey, pass mal auf, ich habe super voll die coolen Leute in der Community, ne? Ich habe das hier so Leute, die Corsa QL Baller RGB-Builds machen und die wirklich super nett sind und einfach, ne, das interessiert die Hersteller nicht. Die schauen immer auf diese beschissene Zahl. Wie gesagt, ich nicht, das ist mir auch egal. Aber dennoch, wenn wir hier das Ganze ein bisschen grown lassen, bestehen für mich oder für uns bessere, größere Chancen, an Sachen ranzukommen, die wiederum auch zu einer Verlosung führen. Und das würde mich einfach freuen, Sachen von Herstellern zu bekommen, um sie dann auch weiterzugeben an euch, um euch eben Erfahrungen auch zu teilen über bestimmte Hardware-Sachen. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön geht raus und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr seid bestimmt mega neugierig, was es als Gewinnspiel gibt, oder? Ja, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, was die nächsten Wochen mit sich bringen an Gewinnspielen. Wir haben hier dreimal Corsair LL-Lüfter, die verlost werden, im Wert von 100 Euro. Wir haben hier eine Commander Pro, die verlost wird. Eine Commander Pro von Corsair, damit wir eben das, ja, nicht nur das RGB, sondern auch die PWM von den Lüftern steuern können in der großartigen Corsair IQ Software. Wir haben ein super cooles Maustastaturset, bestehend aus Gigabyte Aorus Teilen, mit der großartigen Gaming Maus von Gigabyte. Wir haben hier auch eine Tastatur von Gigabyte. Das ist alles gesponsert von Darkdex aus der Community. Ein riesengroßes Dankeschön dafür. Das wird es zu gewinnen geben. Währenddessen kommt die Commander Pro von Chino im Messeralter. Wirklich vielen Dank dafür, dass wir dieses Teil hier heute verlosen können. Die Corsair LL-Lüfter, die ich gezeigt habe, kommen von Akaran, dem Techniker Black Build-Inhaber sozusagen. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön hierfür. Und nicht nur das, Flumichi sponsort einen super coolen Noctua-Lüfter. Und zwar einen NHU12A, den wir hier haben. Also wirklich ein super cooler Luftkühlungstower mit einem richtig schönen Lüfter von Noctua und alles dabei, mit Wärmeleitpaste und alles. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön hier an Flohmichel für diese Möglichkeit. Und nicht nur das, es hört hier nicht auf. Ich habe noch ein paar andere Sachen da liegen, die auch von diesen Leuten kommen, aber auch von anderen Leuten, die was der Community zurückgeben möchten. Diese Gewinnspiele werden dann im Laufe der Zeit auch noch veröffentlicht. Aber erstmal haben wir hier einiges und ordentliches zu gewinnen. Einfach im Discord joinen, hier unten in der Verlinkung. Unter Gewinnspiel seht ihr dort dann eben die Anleitung, wie das Ganze funktioniert.